Ey, Jungs, Mädels, was geht ab? Der grüne Mucke ist am Start. Boah, das hat sich sogar gereimt. Ey, Jungs, was geht ab? Was ist das für eine Friese? Olli, Grüße geht raus an dich. Eine Woche lang grüne Haare. Boah, das sieht, ich muss sagen, der sieht auf der Cam bisschen besser aus, als es in echt aussieht. Ich habe das Gefühl, er sieht eigentlich so übelst ausgeleiert aus. Aber irgendwie ist das auch so crazy. Irgendwie ist das crazy. Naja, auf jeden Fall, kleiner Vlog, Jungs. Ich will ein bisschen talken, explizit über ARK. Die Leute beschweren sich. Wieso haben wir jetzt die letzten paar Tage kein ARK gespielt? Ihr wisst ja, wir hatten mal selber einen eigenen Server, Jungs, ne? Wir hatten mal selber einen eigenen Server. Und da ist genau dasselbe Problem passiert, was jetzt auf unserem aktuellen Server passiert ist. Es kam ein Tribe, der den Server nicht gemocht hat und der hat alles weggeradet, durchgehend. Ich meine, ja, es ist ein PvP-Server. Natürlich ist das erlaubt, aber es ist ungut für die Administratoren bzw. für den Server, weil wenn ihr Leute ständig jeden Tag ein, zweimal wegradet, egal ob die eine Holz, Stein, Eisen oder sonst eine Thatch-Hütte haben, die Leute haben irgendwann keinen Bock mehr. Und gerade ist es auch so bei uns. Der einzige Server, der für uns noch spielbar war, von den Stats her und so, ist gerade kaputt gegangen, weil er komplett leer ist. Durch diesen Tribe, die zwar sehr stark durch diese Methode gespielt haben, aber war auch eine langweilige Methode. Leute, die alles haben, also Leute, die alles haben, greifen Leute an, die nichts haben. Und ist natürlich, also ich würde das langweilig finden, ich akzeptiere das aber natürlich, ist normales PvP, ist alles gegen oder mit den Regeln gemacht worden. Finde ich, hat uns die Motivation gekostet, wir werden erstmal eine kleine ARK-Pause einlegen, bis es neue Server gibt. Wir haben da ARK-Servers.net und Game Tracker und sonst was, gucken wir alle Server durch, welche Server gute Slots haben, welche Server gut eingestellt sind. Wenn wir was Gutes finden, machen wir weiter. Solange habe ich zumindest Bock auf. Ich weiß nicht, H1Z1 macht mir gerade übertrieben Bock. Ich habe ein bisschen bei Papa Platte reingeschaut. Alter, das macht übertrieben Bock. Jungs, das macht übertrieben Bock. Kann man auch zu fünf zocken oder so? Ich zocke erstmal ein bisschen alleine, um so besser zu werden. Wir können dann abends mal ein bisschen fünfer zocken. Ich werde auch zwischendurch mal ein bisschen früher live gehen. Ja, das zum Thema Stream. Sonst eigentlich, Jungs, ich muss hier noch sauber machen. Ich gucke die ganze Zeit dahinter. Sieht so hässlich aus. Guckt euch das mal an. Ich war wieder. Nee, ey, ich hasse das, ne? Immer wenn man Besuch hatte, dann. Ich habe gar keinen Bock, sauber zu machen. Dabei habe ich sogar schon Geschirr gewaschen. Dabei habe ich sogar schon Geschirr gewaschen. Ey, Mädels, alle, die die Haare färben, ne? Wieso juckt das mich danach? Diese Blondierung, ich muss sie ja erst einmal blondieren. Keine Ahnung. Die macht eigentlich die Kopfhaut so juckig. Dass das juckt. Das juckt! Naja. Was haben wir sonst, Jungs? Ich habe mir letztens, hat mir Papa Pleite so ein Bild geschickt. Ich glaube, hat er sogar einen Vlog drüber gemacht. Der hat einen LED unter den Tisch gepackt. Alter, das sah so geil aus, dass ich hingegangen bin und mir auch so eine Scheiße bestellt habe. Ich glaube, ich habe das ein bisschen zu lang gemacht. 5 Meter. Ich werde das. Ich glaube, ich hätte lieber 4x1 Meter machen sollen. Dann hat man so eine geile Fernbedienung, Mates, Alter. Bam, da kann man klicken. Alle möglichen Farben. Ich glaube, 24 Farben oder so bei der Fernbedienung. Keine Ahnung. Werde ich mal die Tage machen. Sieht bei Platte auf jeden Fall bei dem Kevin übelst geil aus. Mal gucken, ob es bei mir auch so geil aussieht. Ja, sonst will ich euch nicht lange aufhalten. Kurzer Vlog, da nebenbei noch das Headset, geht morgen raus an den Honig, der gewonnen hat. Glückwunsch, ein Soundblaster H3. Dankeschön, Mate, dass du mitgemacht hast. Dankeschön, dass du immer dabei bist. Jungs, ich verdüse mich jetzt. Peace out, schönen Start in die Woche.